Ich weiss, ich sehe aus wie ein Wunschkind zwischen einem Drill Sergeant und einem russischen Drogendealer. Das ist so der Look. Die Realität ist, ich verdiene legal mein Geld, ich habe schon diverse Jobs geschafft. Ich habe mal in einem Kindergarten geschafft. Ja, ja, die armen Kinder. Ich meine, stell dir mal vor, du kommst am ersten Tag in den Kindergarten und ich stand dort. Ja, super, kann mein Sohn direkt mit 4 verkoksen. Schon vielleicht mit 7 wieder clean. Stell dir den 7-Jährigen vor, kommt im Primar in den Sitzkreis, wie heisst du? Hallo, ich heiße Julian. Und ich habe ein Drogenproblem. Es hat alles angefangen, als der neue Praktikant in Kinski gekommen ist. Ist zum Glück nicht so gewesen, aber ich habe trotzdem relativ kurze Karriere in dem Kindergarten gehabt. Das Militär wollte ich auch nicht. Wollen. Das ist schade eigentlich, sind anscheinend die Besten. Das ist übrigens der Slogan von der Schweizer Armee. Die beste Armee der Welt. Ich frage mich, wie sie genau auf den gekommen sind. Weil erstens, noch nie haben wir einen Krieg gewonnen. Wir haben nicht mal bei einem mitgemacht. Ich bin der beste Fußballspieler auf diesem Planeten. Okay, welche Liga, wie viel Goal? Nein, ich spiele nicht. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe kein Problem mit dem Schweizer Militär. Aber haben wir je eine Erfolgsstory von denen gehört? Nein. Fahren alle besoffen ihre Transporter zur Schrott. Sie seichen sich gegenseitig in Stiefel. Sie verlieren Panzer. Ja, ja. Schweizer Militär hat in den letzten Jahrzehnten mehrere Panzer verloren. Sie wissen nicht genau, wie viel, weil letztes Mal, was sie zählt haben, haben schon ein paar gefehlt. Keiner weiß die genaue Anzahl. Kostet nur 70 Millionen so ein Teil. Einer mehr, einer weniger. Dann können wir jetzt. Ende Jahr beim Bund, wenn sie das Budget beraten. Wir haben noch 300 Millionen auf. Wenn wir vielleicht endlich den Leuten in der Pflege einen anständigen Lohn zahlen. Es wird gerade gut lange. Nein, wir kaufen noch mal 4 Panzer. Und dann. Nein. Nein. Und dann verlieren sie sie während der Übung. Also das eine Team kommt jetzt da bitte die Panzer verstecken. Und dann kommt das andere Team und das können sie dann suchen. Das ist so das Kriegsszenario, was das Schweizer Militär sich vorstellt. Da sind wir irgendwann drin. Ja, ah, Männer, heute haben wir Artillerie, Versteckis mit Arschloch. Die beste Armee der Welt. Nicht mal die, die drin sind, nehmen sie ernst. Es gibt einen klassischen Streich aus den Rekrutenspielen, wo man einen Kegi frett in Lauf vom anderen im Gewehr drückt, dass wenn er schießen will, sein Gewehr nicht abgeht. Nennt sich Schockistecken. Ich kann es kaum erwarten, dass uns jemand angreift. Stell dir vor, an der Grenze. Sie kommen! Schieß! Oh, Stefan. Du alter Schlawiner, du. Hast mich mit dem Schockistecken verwischt. Ha? Jetzt werden wir und unsere ganze Nation abgemurkst. Und wie würden sich bitte die Leute fühlen, die uns angriffen? Sollen die Deutschen kommen? Sie machen, natürlich sind es die Deutschen. Die Franzosen fangen keinen Krieg an. Wir waren am Streiken, bevor es losgegangen war. Die Italiener fangen vielleicht einen ab, sie bringen ihn sicher nicht zu Ende. Es waren die Deutschen, sie haben es zweimal gemacht, sie wissen genau, wie es geht. Sie kommen, sie machen uns innerhalb von einem Tag platt. Sie stehen in Bern auf dem Bundesplatz, sie können es selber nicht ganz glauben. Ne? Manfred? Das war jetzt ziemlich einfach hier. Ich dachte, das ist die beste Armee der Welt. Hier stehen ja nur 6 Panzer. Sind das alle? Aber da ein Unteroffizier mit einem weißen Fahnen, wir wissen es nicht genau. Und sie haben nicht einmal zurückgeschossen. Haben alle Schokolade in Gewehren, guck mal. Habe ich ein bisschen mehr erwartet bei dem Slogan. Also Freunde, merkt euch. Falls ihr jemanden einen Panzer findet, könnt ihr behalten, das Scheiß und misst sowieso keinen. Das war's von mir gesehen, danke schön vielmals. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr da unten irgendwo, sorry, die Kamera ist spiegelverkehrt, da unten einmal, ihr kennt den Scheiß. Drückt irgendwo auf Subscribe, da unten hat es noch mehr Videos, aber ich würde nicht auf die klicken, sofern sie nicht von mir sind, weil die können eh alle gar nichts. Und dann sehen wir uns. Cool.